Hey Leute, willkommen bei Minecraft Race, Let's Race Minecraft. Genau. Wir wollen einen Brauchschnitt bauen. Wer ist wir? Der FreakyFrank1994. Hi. Der Grants. Moin. Und meine Wenigkeit. Hallo. Und, aber ihr kennt uns ja alle wahrscheinlich. Ja, ein Braustand. Dazu müssen wir die Hölle, das kennen wir ja schon, aber wir müssen noch gegen ein paar Loren kämpfen. Das sind solche Möchtegern-Pyromanen, die fliegen können. Und dazu generieren wir eine neue Welt. Wer fängt diesmal an? Ich fange an. Und zwar sage ich LWS, alles klein, also Ludwig, Wilhelm, Siegfried. Okay. Oder Samuel, wie manche sagen. Ja, dann mache ich G-I-N. Gin. Zu viel getrunken heute. LPD. LPD. Okay. Wir spielen natürlich wieder alle auf schwer. Und dann gucken wir mal, ob wir dieselbe Welt generiert haben. Okay, ich bin hier neben ein paar Schweine, ein Sumpf und sonst Ebene. Ja, Schweine sehe ich da auch. Wow, ordentlich Lehm. Ach nee, das ist der Sand, der sieht ja immer so komisch aus. Okay. Okay, viel Sumpf und Ebene. Gut, dann will ich mal kurz Escape drücken. Frank, wie sieht's bei dir aus? Jo, ist in Ordnung. Nochmal hier den... Oh, ich bin auf Peaceful. Wieso bin ich auf Peaceful? Ach, ja, ich habe das Video aufgenommen für dich. War alle Kontrollen mit schwer. Da war ja was. Das wäre es noch schwer gewesen, wenn ich jetzt nicht geguckt hätte, ne? Dann, welche Tasten erlauben wir? F3 nicht. Zoom, erlauben wir Zoom? Mir egal. Ja, okay, wenn es Frank egal ist. Also, weil... Ja, wenn, dann hat ja Frank einen Nachteil davon. Er hat ja kein Dingens. Okay. Okay, dann zurück ins Spiel in 3, 2, 1, los. Ups. Oh, jetzt habe ich aber am Anfang doch noch ein paar Lags gehabt, merkwürdigerweise. Ich bin gerade anstatt zurück ins Spiel ins Hauptmenü gegangen. Tja. Hart ist das. Ist dir nicht letztens auch am Anfang schon irgendwas passiert? Ach nee, da bist du am Baum hängen geblieben, genau. Ja. Ja, das ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, ich bin schnell wieder geladen hier, das geht ja fix bei mir. Na. Ist ja nicht so, als würde Frank Chivalry spielen. Wenn die Map da geladen hat, ist schon längst Map-Change gewesen. Die Map laden weniger, oder? Und bei ihm ist geht der... Geht nur ums Reinkommen. Also ja. Das Spiel an sich so. Bei mir hat Natural Selection immer mega Zeiten in Anspruch genommen. Habe ich auch schon länger nicht mehr gezockt. Ja, wenn man das dann länger nicht gezockt hat, muss das wieder die Shader irgendwie synchronisieren. Ja, ey. Das dauert dann nochmal extra und Ich frage mich auch immer vor allem, warum muss das passieren? Das muss bei keinem anderen Spiel passieren. Nur bei dem Kackspiel, ey. Weiß es nicht. Zack. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen mehr Holz hier am Anfang. Dauert ja wahrscheinlich ein bisschen länger hier das Race. Ja, das kann gut sein. Zack. Tobi hat, glaube ich, das Tor zur Hölle schon wieder fertig, so ruhig wie er ist. Nö, ich töte mal Schweine. Brauche ein bisschen Lebensmittel. Und eine Sache will ich noch kurz gucken. Oh, kritischen Schlag gegen Schwein. So. Ach komm schon. Ich mach mein Holzschwert kaputt, wenn ich die ganze Zeit gegen Grashalme trete. Nicht trete. Schlage. Treten ist ein anderes Spiel. Ja. Ja, wir haben auch viel Chivalry gezockt in letzter Zeit, wa? Ja, weil jetzt gerade so eine ganz Noobs-Aktion ist. Wo auch ich endlich mal Fracks sammle. Ich war vorhin Zweiter, Frank. Kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? Ja, du warst doch, als wir gespielt haben, auch nicht so schlicht. Ja, ging, ne? Ja, ging so. Dritter warst du mal. Zweiter warst du, glaube ich, auch mal. Und da beschwerst du dich zwischendrin immer so, ich krieg hier gar nichts. So, Ist auch so. Ey, komm Schwein, do it. Ich weiß gerade gar nicht, was ich mache. Ich hüpfe irgendwie nur durch die Gegend. Okay, ich sollte mal eine Höhle suchen oder so. Also ich treffe hier auch 90% Gras und dann nur 10% Schwein. Oh, ich habe eine Hexenhütte gefunden. Na, okay, ist das Richtung Sumpf gelaufen? Was? Nachts spawnen Hexen da drin. Okay, aber da ist auch eine Truhe drin, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Schade, dass die keinen Braustand hat, dann hätte ich ja jetzt gewonnen. Nee, wer soll ja einen Braustand bauen? Ah, okay. Ah. So ein kleiner Unterschied. So, ich glaube, das reicht, oder? Vielleicht reicht es auch nicht. Schade, war umsonst gewesen. Umsonst. Ich habe noch ein paar Schwerter. Ich habe was gehofft, ich bin ein bisschen Richtung Wüste gegangen. Ah! Wieso ist da ein Skeletor? Das ist taghell! Brenn, du Schlampe, ey! Yeah. Haben sie damals im Mittelalter auch immer gesagt. Zu den Hexen. Gott, jetzt hat er mich fast getötet, ey. Ha, ist das eine Höhle? Ja, das ist eine Höhle oder zumindest irgendwas Ähnliches. Ja, so relativ am Spawn war doch schon eine Höhle gewesen. Echt? Ja, weit gelaufen bin ich jetzt auch nicht. Ach, Mann, oh. Muss mir mal angewöhnen, den Spawn besser zu erkunden. Habe ich doch im letzten Race auch schon nicht gesehen gehabt. Sind Spinnen eigentlich aggressiv? Hexen? Nur, Hexen sind da, obwohl. Weißt du, ich glaube doch, die sind aggressiv. Ich habe gerade überlegt, ja, die waren aggressiv. Wahrscheinlich schon, ne? Wollen dann irgendwelche Experimente mit der machen. Experimente? Ja, ich weiß nicht, Hexen sind meistens auch nicht so attraktiv, ne? Sexperimente? Kommt drauf an, was für eine Hexe. So, jetzt habe ich immerhin Licht. Aua. Mal die Kohle hier gönnen. Was denn? Boah, ist das da dunkel. Mama! Ich hab Angst. Mach mal jemand das Licht an. Nein, das Licht ist ausgegangen. Ich fange jetzt nicht an zu singen. Du hast Laterne, Laterne oder was? Ja. Und der Mond ist aufgegangen, könnte man aussehen. Das kenne ich gar nicht. Du willst es provozieren, wa? Du willst es echt provozieren. Nice try. Ich singe hier nicht, habe ich gerade gesagt. Oh, ich habe einen Pfeil im Kopf. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Sieht ungesund aus. Ich habe doch gerade hier noch... Ich halt mir irgendwie auf. Ja, ich bin auch irgendwie so ein bisschen... Lalala. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Manch eine wünscht sich das. So. Wo ist... Hier ist nichts. Nichts ist immer gut. Aber hier... Nee, hier ist auch nichts. Es wäre aber enttäuschend, wenn es hier nicht tiefer reingeht, weil wir so viel gehüllt sind hier. Ich hab ein Skeletor gehört. Guck mal, hier sieht's doch gut aus. Auch da unten ist ein Skelett, da sag ich mal direkt auf Wiedersehen. Na, ah, hab ich ja Lust drauf. Ja, Skelette mutieren inzwischen auch schon so zu meiner Hauptsorge, wenn ich gegen Gegner kämpfen muss. Weil im Hardcore, ey, da haben die echt den Magic Error, ey. Trifft immer. Ja, wenn man Rüstung hat, geht's ja dann, ne? Ja, aber oft haben die auch dieses Knockback. Ja. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Und jetzt... Ich hatte das doch irgendwo gesehen. Ich erinnere mich jetzt, dass ich es nicht mehr sehe. Was hast du gesehen? Das sage ich dir jetzt auch. Ihr müsst mehr kommunizieren, ey. Ihr seid ja immer total die Geheimniskrämer. Der Frank ist der Große, deswegen Geheimniskrämer. Deswegen muss ich mich auch anpassen, dass ich dir zu viel erzähle. Toll, die sind eine Sackgasse. Dadurch, dass man weniger erzählt, werden die anderen ja auch nicht schlechter. Hä? Ach so. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, was überhaupt Sinn ergibt, was du gesagt hast. Moment mal, was erzählt der da? Halt eine Klappe. Es ist total enttäuschend hier. Hier ist kein Tiefgang. Alles oberflächlich. Ja. Wie ja. Oh, ich höre schon wieder Zombies. Oh. Brains. Muss doch hier mal tiefer runtergehen. Das kann doch nicht sein, dass hier ein so gigantisches System ist und dass es nicht tiefer runtergeht. Das wäre mir neu. Ach, scheiße. Blöd. Gefällt mir nicht.
Habe ich irgendwas übersehen? Ist okay. Ja gut, ich bin nicht da eingegangen, aber da war auch das Skelett und da habe ich schon wieder schlechte Gefühle. Es ist weg. Ich kann es hören. Ich hab doch... Ich guck noch mal kurz unten, draußen nach. Ich hab doch was gedeckt. Hä? Wo war's denn? Ja, ja, das frage ich mich manchmal echt so. Denke ich so, oh cool, oh, oh. Da ist es. Ich frage mich, was du jetzt so Wichtiges da schon entdeckt hast. Etwas, was mein Leben ziemlich vereinfachen würde. Aha. Oh mein Gott, ich habe einen Bogen bekommen. Habe ich hier gerade Hühner gehört? Glaub ja wohl nicht, oder? Kann man Lohn mit dem Bogen abschießen? Ja, klar. Yeah. Wenn ich nicht sterbe oder so, dann habe ich schon mal einen Vorteil. Wenn jetzt nicht einer von euch noch einen Bogen kriegt. Wir können die auch craften. Jo. Das wusstest du nicht. Natürlich wusste ich das, aber wer denkt denn von euch schon daran, sich einen Bogen zu craften? Einige. Oh. Hier war das. Hey, Zombie. Ich hätte gern ohne Wasser, aber egal. Das beeinträchtigt auch die Gegner. Eieieiei. Das gibt's doch nicht. Also, wie weit soll ich denn noch gehen, ey? Es wäre doch lustig, dann, dass man die Festung noch finden muss. Das wäre auch noch ein Spaß. Ja, soweit ich weiß, ist sie fast immer direkt im Spawn. Da wird eher Spaß, sich da Paloren zu finden. Und dass die nicht über die Lava gerade fliegen oder sowas. Und dass sie was droppen. Ja. Creeper, hallo. The Creeper Man. Oh mein Gott. Schon tot? Das war der Blow-up für mich. Schon tot? Der feine Blow. Oh, what? Ein Spawner. Scheiße. So, jetzt muss ich mir gerade mal orientieren. Mann, das ist doch... Hä, ein Creeper am Spawner? Dann explodier mal. Wird gelaufen. Ja, er hat den Spawner explodieren lassen. So ein Assi. So, wenn ich drauf bin, muss ich gleich mal gucken, was in der Chest war. Das ist die Frage, wo ich hingegangen bin. Bist gerade gestorben, oder was? Jo, ich wurde abgeblowt. Ah, okay, ich dachte, der hätte dich nicht erwischt. Ja, der eine nicht, aber der andere dann, der hinter mir war. Was war das? Ne, ich weiß nicht mehr, wo ich hingegangen bin. Okay, hier war's. Ich glaube in die Richtung. Effizienz 3. Was sind das? Was bringt die Effizienz nochmal? Effizienz, glaube ich, schnelleres Abbauen. Ah, okay. Ist immer dran. Aber man kann Bücher ja nur mit Amboss nutzen, wa? Hey, jo. That's right. Ah, da ist die Höhle. Ist nur die Frage, ob ich es an meinen Dingens ran schaffe. Das oder das andere erstmal? Ach, nicht so viel nachdenken, einfach tun und machen. So. Und sterben. Meinetwegen auch das. Aber. Oh je. Na, hier runter. Das wird nicht leicht. Da bin ich hingeflüchtet. Okay. Auch nur so. Ein bisschen Muße. Was ein bisschen anders. So, und... Ah, schön. Du bist so ein Dreckschwein, ey. Danke, Frank. Nein. Oh Gott, so. So, Zombies, ich bin gewappnet. Oder auch nicht. Das Leben war noch nie leicht. So. Aber ich habe zumindest meine Sachen wieder. Kotzen. Boah, fick dich weg. Jetzt oh, das ist schon wieder. Ist das schon wieder? Ja, klar. Ich bin schon wieder im Spawner. Okay, jetzt hast du scheinbar genauso ein Glück wie ich das letzte Mal mit den ganzen Spawnern. Ich habe einen guten gebracht. Und zwar steckte da gerade ein Pfeil in der Wand. Ich habe den Block abgebaut und der Pfeil hat mich getroffen. Ja, ja. Das schafft nur ich. Ach, guck mal, Eisen. Hä, wenn der Pfeil dann in der Wand ist, kann er dich trotzdem noch treffen, wenn man den abbaut? Der ist runtergefallen, aber in mich und nicht auf den Boden. Hey, ich habe eine Schallplatte gefunden. Scheiße, falsche Mälte. Ah. Schallplatte bringt mir nicht so viel. Aber als... so ein Race haben wir auch noch nicht gemacht, wa? Doch, Triathlon. Ah, stimmt. So.
So halb, nicht nur Schallplatte, ne? Noch ein Buch. Schlag plus 2, okay. Nehme ich den auch mit seinen Büchern. Bringt ihm auch nix. Oh, ein Skelett. Hoffe ich mal. Ja, klar. Wie bist du denn hier reingekommen, Skelett? Hey, hast du auch gerade einen Bogen gedroppt? Ja, Skelett. Hat er. Okay, ich habe auch einen Bogen. Oh, ich habe aber meine Workbench verloren. Warum das denn? Hier, ich brauche wieder Kakaosamen, noch Redstone. Ziemlich vielleicht behalte ich noch ein bisschen Knochenmehl. Da liegt noch was. Sehr nice. Ah, oh. Mal. So geht's hier weiter? Oder habt ihr... Ui, das ist auch schön. Ist die Frage, wie gut man sich für die Hölle ausrüsten möchte. Ah. Ja, ach, Hölle geht doch eigentlich, oder? Ah, hört ihn euch an. Der gefährlichste Ort in Minecraft, oder? Geht doch. Jetzt fehlt mir natürlich wieder die wichtigste Zutat. Bist hast du dich schon runtergegraben? Oder was? Ja, mir fehlt ein Flint, ist das Problem. Ey, du hast... Was? Du bist schon fast am Tor, oder was? Ja. Hast du ein Tor gebaut? Ja. Was, du... Ja. Warum mache ich überhaupt weiter? Aber ich mach's mal. Naja, noch ist hier nicht aller Tage Abend. Ich weiß nicht, die Hölle könnte schon... Na, ich bezweifle bei deinen Skills im Kämpfen, dass das ein Problem für dich wird. Wieder schon... Oh, der Arsch. Schon wieder werde ich hier beschimpft. Nicht teilweise, echt. Das hättest du mal vorher sagen sollen. Weißt du, wie schwer das war, Arsch von dir zu hören? Ich musste so viele Parts mir raussuchen, bis du Arsch gesagt hast. Ist da ja, was Schimpfworte angeht, sonst immer recht zurückhaltend. Ja, sehr diskret. Oh. So, dich nehme ich mal mit. Rieben. Ich weiß kann auch, nicht, ich bin im Race. Ich weiß auch von wem. Von Rebecca? Ja, exakt. Exaktement. So. Warum stapel ich das Eisen eigentlich nicht? Ich nehme immer die einzelnen rein. Ja, das spart Platz. Ich mach weiter so krank. So, dann können wir unser Lager abbrechen, Leute, und bewegen uns weiter, auch wenn ich nicht mal in der Nähe von irgendeinem Tor bin, also das zu zerstellen, aber ich bin ja ein... Ich frage mich, ob du das Tor überirdisch oder unterirdisch gemacht hast. Tja. Ich glaube, du hast es überirdisch gemacht, du hast einfach einen Lavasee gesucht. Ach, guck mal, der Creeper schon, oder was heißt der, aber... Das ist jetzt aber ziemlich dunkel. Stirb. Oh ja, Bildschirmhintergrund. Muss jetzt unbedingt so hell werden. Ach so, du hast so ein random Ding, ne? Ja. Gott, ist das hier gefährlich. Ich will das gar nicht. Ich will nochmal schauen, das passt so. Wow. Ich sterben. Bist du in der Hölle? Nein. Du kannst mir nicht sagen, dass du so lange brauchst, um ein bisschen Flint abzubauen. Vielleicht lüge ich ja auch. Ja, weil so denkt, wie du gerade gesagt hast, nein. Vielleicht will er auch nur, dass wir das dann denken. Out. Vielleicht denke ich, ihr strengt euch einfach nicht mehr an, wenn ihr schon denkt, dass ich gleich in der Hölle bin. Hm. Hier muss doch unten. Ich bin doch jetzt vielleicht schon denken wir einfach nur alle zu viel. Ja. Hey, Slimy. Mehr gar nichts dazu. Oh. Ich mache einfach nur mein Ding. So. Ja, ich könnte auch mal Lava oder so finden. Das wäre gar nicht so schlecht, um meine Ziele zu verwirklichen. Aber irgendwie... Nee. Nicht so wirklich mit Lava hier gesegnet, der Junge. Ja, Frank, mir ist genauso. Ja, Lava ist immer so eine Sache für sich. Ich finde das ja toll mit den Rohstoffen hier und so. Das ist alles super. Gefällt mir. Ah, da ist Gravel. Ja, gut. Wollen wir mal nicht außer Acht lassen, den Flint.